600 Meter und vielleicht können wir die Stimmung, die in Dieshausen immer geherrscht hat, von Anfang an rumtragen. Da hinten beginnen wir in der Kurve mit Anklatschen oder wir nehmen die Bande dazu. Und alle, die auf der Gegenseite sind, machen ein bisschen mit 600 Meter. Das sind nur anderthalb Runden und wir wollen sie mal in kleinen Portionchen uns anschauen. In den 200 Meter Portionen. Und da vorne geht es schon richtig schnell zur Sache. Und schauen wir mal auf die Uhr. Durchgangszeit. Auf Delia, questo! Auf Delia! Wir beginnen unten in der Kurve mit dem Anfeuern. Kommt! Mit der 64, das ist Celine Noack. Die Jugendliche mutig dabei. Dahinter mit der 67, Jamila Böhm. Und Celine Noack geht durch bei 60 Sekunden. Also um die 1,30, 1,31 könnte sie hier laufen. Die sechste der deutschen Jugendhallenmeisterschaften. Über die 800 Meter im Freien war sie achte der U18-Meisterschaft. Sandy Noack aus Dresden und die wird kein bisschen müde. Sie zieht das Ding hier durch. Auf der Gegenseite feuert sie mit an. Die Zuschauer, die da drüben kurz am Ziel stehen. Sandy Noack vom Dresdner Sportclub gewinnt diesen ersten Lauf, den B-Lauf bei den Frauen. 1,33,33. Und wir schauen uns schon mal den A-Lauf an.